Dark Web um 3 Uhr nachts in Strichen verstörend. But it didn't take much, I must say, to come to understand what is there, what is in this dark web. More than 100 accused cyber criminals around the world are now behind bars. And Waffen. Muss die endlich mal ein Musti-Video, wo er nicht irgendwen beleidigt, sondern irgendwas anderes macht, Digga. Dark Web um 3 Uhr nachts, okay. Drogen, Pornografie, die User. Das ist ehrlich eigentlich Prank Bro Titel, ne? Da bekommen im Darknet alles, was woanders. Ich habe auch schon auf 3 Uhr nachts, oder? Mindestens einmal 3 Uhr nachts Titel gebracht. Egal ist. Federal authorities say they have busted one of the largest opioid op. It's a room where you can live stream the murder torture of a individual. Das Dark Web. Ja, ich mach wieder ein. Kann mal einer so vorspulen und mich warnen, falls irgendwas Schlimmes kommt? Video über das Dark Web. Ey, Noah, danke schön für den Prime Sub. Video über das Dark Web. Auch nicht mein drittes. Es ist eine Kollektion von Videos, die ich bereits über das Dark Web gemacht habe. Was ist eigentlich das Dark Web? Wenn ihr euch einen Eisberg anguckt, fällt einem direkt auf, dass die Spitze des Eisbergs ganz oben angezeigt wird. Diese Sachen sind sowas wie Google, Reddit, Facebook, etc. Was alles unter dem Eisberg abläuft, das ist die Tiefe des Internets. Es geht wirklich so tief, dass es Seiten existiert, die nicht von Google unterstützt werden können. Und damit meine ich wirklich kranke Seiten. Aber wenn ihr euch bereits einer meiner Dark Web Videos angeschaut habt, dann seid ihr eigentlich damit vertraut. Mir sind so einige kranke Sachen passiert, wie zum Beispiel, dass ich von einem Hacker angegriffen wurde, der mein Instagram gehackt hat, der mir per Morse Code und Pilotensprache geschrieben hat und meine Adresse mir geschickt hat. Yankee Oscar Uniform Sierra Tango India Lima Lima. Es sind jetzt fast 2 Jahre her, seitdem ich nichts mehr von diesem Hacker gehört habe. Und ich glaube, er hat mich auch für eine Zeit lang verfolgt, was Social Media angeht. Ich habe ein Angebot für den Hacker. Ich weiß, wir sind Feinde, aber ich brauche dich für einige Sachen. Die Leute auf dem Zweitkanal wissen bereits Bescheid. Schreib mir. Wir haben eine... Musti sagt, ey, Hacker, schreib mir mal, ich brauche dir was. 3-jährige Rivalität oder so. 37, okay, verwarn mich ein bisschen vor. Entgegen. Wer weiß, vielleicht finden wir ihn heute. Keine Ahnung. Oder auf jeden Fall werden wir heute das Dark Web durchforsten und werden einfach mal schauen, was wir heute entdecken werden. Ich hoffe natürlich noch so die guten Seiten des Dark Webs. Nordchess, danke schön für dein Raid, mein Bruder. Ich hoffe, du hast einen nice Stream. Waffenseiten. Ich habe gar keinen Bock auf CP oder so etwas. Ich habe immer Angst, dass es auf einmal aufpoppt und dass es dann einfach vor meiner Fresse ist. Oder jegliche Scheiße wie Mord oder so etwas. Wer weiß, vielleicht finden wir auch irgendwelche Red Room Seiten. Red Rooms sollen Mysterien sein. Es ist noch ganz unaufgeklärt, ob es das überhaupt gibt. Aber es sollen Seiten sein, wo eine Hinrichtung einer Person im Internet live gezeigt wird. Da kann man dann rein kommentieren, hey, schneid ihm die Ohren ab und das wird dann auch Zuschauer gemacht. What the fuck, Sachen, Bro? Gibt, ist noch unklar, weil der Tor-Browser, über den wir heute das Dark Web betreten werden, unterstützt. Digga, was zur Hölle? Was gibt es für Seiten im Internet? Digga, was zur Hölle? Solche Sachen normalerweise nicht mit Livestream und so. Da GTA RP-Internet natürlich. An Twitch. GTA RP-Internet ist gemeint. Das ist, glaube ich, da ist irgendwas mit der Kapazität oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, die unterstützen so etwas nicht. Ja, der Tor-Browser, über den werden wir heute über das Dark Web durchgehen. Und es ist jetzt gerade 23 Uhr. Ich würde einfach sagen, wir warten bis 3 Uhr. Der Tor-Browser ist bereits installiert. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und bis um 3 Uhr, Digga. So, Leute, jetzt mal aus so einer Sicht von oben. Wir haben es jetzt gerade, das zeige ich mal kurz, 3:01 Uhr, Bruder. Das ist fucking gruselig, ich sag dir ehrlich. Auf jeden Fall, hier sind wir auch schon beim Top, Bro. 3:01 Uhr. Warum schreibt jeder Cam, Digga? Es ist doch alles gut mit der Cam. Cam geht ehrlich nicht? Geht Cam ehrlich nicht? Ihr seid so lustig, ne? Boah, was, wie lustig ihr seid, Alter. Richtige Witzwolde hier im Chat, Alter. Crazy. Sind wir auch schon beim Crazy. Browser. Ja. Nice. Ich hoffe, ihr auf jeden Fall, Bruder. Falls ihr euch fragt, warum meine Webcam so aussieht, wie auch in den Twitch-Livestreams, weil ich es halt genau aus dieser Sicht auch aufnehme. Ich nehme es sozusagen jetzt über Twitch auf. Genau. Ja, wir sind jetzt schon, wie gesagt, hier im Tor-Browser. Ich würde jetzt einfach erstmal sagen, wir finden erstmal ein paar Links. Diese Links müsste ich jetzt im Internet finden. Ich hoffe auf Foren-Links, wo ich mit anderen Leuten reden kann, hier im Dark Web drin. Ich weiß nicht, ob ich die dann direkt nach links fragen soll, weil da kann es natürlich passieren, dass irgendjemand mir einen Link schickt,
was hier. Meister Elilia, danke schön für den Sub, Bro. 03er. Da bin ich jetzt nicht so extrem gesichert, um ehrlich zu sein. Und ich kenne mich da jetzt auch nicht. Lauter, so er redet einfach leise, Chat. Ich recherchiere jetzt ein bisschen und bis gleich. Aha. Oha, er sieht voll süß aus, wenn er sich konzentriert. 2000 später. Also Leute. Hä? Alter, mir ist gerade aufgefallen, Google hat ein bisschen hier gefiltert, was genau hier gezeigt werden kann, was nicht. Damals war es ein bisschen leichter, Onion Links zu finden. Dementsprechend habe ich es gerade echt schwer, was Links oder Foren oder sonst was angeht. So, ich habe jetzt gerade hier ein Forum gefunden, wo man sozusagen chatten konnte hin und her. Bro, das Ding ist, er ist sein eigener Editor. Also er hat es rein editiert. Schreibt hier, nach 9 Jahren habe ich die Seite aufgegeben. Eine Alternative kann man hier finden. Das klicken wir mal auch schon mal. Machen wir schon mal hier auf. Okay, ja. Ja, jetzt geht's hier los, Digga. Ach du Scheiße, okay. Okay, das sind wohl weitere Foren, glaube ich. Black Hat Chat. Das können wir mal auch kurz abchecken. Oh shit, okay. Keep it legal and enjoy. Nickname machen wir einfach. Ich muss gleich wegmachen, damit ich nicht gebannt werde. Hasbullah. Okay, sind wir ready? Wir sind ready. Let's go. Enter Chat. Noch heute. Um 1 Uhr. Ist das 1 Uhr? Um 1 Uhr 9 wurde hier das letzte Mal geschrieben, wie man sieht. Ich habe jetzt geschrieben, ich glaube, der Typ hat hier aber gleichzeitig geschrieben. Nein, Bruder, wir sind gerade alle hier. Ich dachte, es ist 1 Uhr, aber es ist nicht 1 Uhr. Es ist jetzt gerade erst angekommen, genauso wie der hier. Oh mein Gott, Haspel. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich habe jetzt geschrieben, Bro, ich brauche Links. Bro, I need Links, habe ich jetzt geschrieben. Das ist wirklich nicht das Beste, was ihr machen könnt, dass ihr da einfach in so ein Forum reingeht und nach Links fragt. Aber ich mach das jetzt einfach. Da schreibt jemand, same, what links do you need? Okay, er hat mir Links geschickt. Ach du Scheiße, ich hab geschrieben, just pure scary stuff. Das heißt, einfach, wie gesagt, gruselige Sachen. Aber er hat ja hier schon gemacht. Wollen wir raufgehen? Ich riskiere es für euch, dass mein PC jetzt gehackt wird. Guck mal, er macht mich einfach fertig. Er sagt, look in the mirror for something scary. Aber ihr seht, das sieht aus wie ein freundlicher Chat. Hier ist jetzt irgendwie nichts, wo jemand sagt, hey, ich hab gerade 8 Menschen umgebracht. Bro, ich hab ein bisschen Angst. Ich auch. Ich habe 10 umgebracht. Natürlich, solche Chats gibt's auch, ja. Nee. Solche Chats gibt's also auch, aber wir sind gerade noch auf einem guten Chat, würde ich mal sagen. Falls ihr irgendwas Krankes einfach finden wollt im Tor-Browser, also bis jetzt im Dark Web, ist halt das Wichtigste erstmal Links. Ihr müsst Links finden, Bruder. Und ich versuche jetzt gerade irgendwie mit euch zusammen Links zu klären. So, jetzt kennen wir, das sind schon nackte Frauen, das kann ich jetzt schon nicht zeigen, aber jetzt können wir so... sozusagen uns suchen, wonach wir uns suchen. Oh, ach du Scheiße, Digga. Tom und Jerry, what the fuck, Bruder. So, wie ihr seht, da gibt es natürlich auch ungültige Seiten, die dann nicht klappen. Ja, nee, das ist aber zu erwarten. Wir sind jetzt nochmal bei dem Forum, bei dem Chat vom Forum. Bro, Tag, bist du dumm oder so? Ich mach das mit der Cam absichtlich. Bruder, wie dumm kann man sein? Er ist auch noch Sub im zweiten. Er schreibt hier nochmal, der hat jemanden nochmal gekickt und schreibt dazu, Card here, get your ass kicked. Was hat der denn gemacht, der andere? Ich habe jetzt einfach mal direkt den Admin gefragt. Ja, die haben das geschärft, Bruder. Man merkt das richtig. Damals, Bruder, du hast nach der ersten Seite gesucht. Du wurdest direkt mit Drogen und sonst was konfrontiert. Aber ja, die haben es auf jeden Fall geschärft, ein bisschen, wie ich merke. Aber wenn ich jetzt für weitere Stunden hier suchen würde, dann würde ich bestimmt... Maschine, danke schön für den Zap! ...sehen möchte. Hundertprozentig. Ich versuche es gerade einfach mit irgendwelchen Links, Digga, um irgendwie reinzukommen, aber... Ich sehe nichts. Okay, what the fuck? Ich habe jetzt hier so eine Seite gefunden. Das heißt einfach Breaking Bad Forum. Ich weiß nicht, ob hier das über Breaking Bad gesprochen wird. Ich denke. Bro, what the fuck? Alles klar? Ja. Julian Nussmann Chat. Bundesligaspieler. Hoffenheim jetzt. W für Julian im Chat. Ey, ich lasse Tür offen, wenn okay ist. Ja, aber sonst ist mir zu heiß. Okay, ist ehrlich zu heiß. Ich kann die Tür nicht zumachen. Ich hab ein bisschen Angst bekommen, ich sag euch ehrlich, Chat, bei diesem Dark Web Video. Ich kann es aber immer noch nicht zeigen, weil jetzt gerade... Nicht. Und ob hier irgendwas... Ey, zum Glück habe ich wieder auf Fullcam gewechselt. ...verkauft wird. Da schreibt schon jemand, how to buy, how to sell. What the fuck? Natürlich Explore Sports. Leute, bestes Getränk. Ihr wisst selber, Digga. Den Link zu Explore Sports findet ihr nebenbei unten in der Videobeschreibung. Auch mein Partner! Oh.
Nebenbei beliefert mich mal wieder, weil ich hab alles leer getrunken irgendwie. Ich weiß, ich sollte wahrscheinlich nicht so viel trinken, aber Bruder. Ich habe noch nicht mal annähernd alles leer getrunken. Besser macht's richtig. Okay, Bruder, was hat das mit dem ganzen Tom und Jerry Scheiß auf sich? Kokain, LSD. Komm, wir gehen mal auf Weed. Wir wollen Weed. Yo, Digga, ja, zum Glück. Über Haze und so ein Scheiß, Bruder. Also wir sind gerade wirklich hier auf einer Seite, wo man Drogen kaufen kann. Das ist Twitch, das ist dieses die Schokolade, die Rohrt und so verkaufen. Easy. Natürlich hier links angegeben mit Bitcoin. Okay. Eine andere Seite. Ey, Alter, ey, wie dumm muss man denn sein, um jetzt Cam zu schreiben? Das sind genau diese Momente, wo ich mir denke, ich muss Subchat anmachen. Genau das sind die Momente. Ich bin extra auf Cam. Ich werde gebannt, wenn ich zeige, was man hier sieht. Ich kann doch nicht Dark Web Video einfach an. Weil, ey, einfach mal aus Prinzip ein paar random. Ey, oh, hier sind ein paar Subs, die das reinschreiben. Sugumugu. Ihr wisst nicht, was wir für Regelungen haben. Sugumugu, Bann. Mehr OE mit Cam und Spaß. Dein Spaß hat sich gerettet, 2 Wochen Timeout. Ja, Subs dürfen sowas nicht machen. Subs kriegen direkt bei Subs wichtig, was sie mir schreiben, bei den anderen nicht. Wo es hier mit, wo man hier mit Hackern sprechen kann. So, hier kann man wirklich direkt mal einfach so einen Hacker kontaktieren. Was ich sogar demnächst vorhabe. Die Leute wissen Bescheid, Digga. Social Media Hacking, da ist es doch, Digga. Hacking ist Social Media Hacking. Kann ich jetzt wieder zeigen? Kann ich ab Hacking wieder zeigen, Güney? Wir haben hier einen, der 10-mal Cam gespammt hat. Wo ist der? Da. Der ist gebannt. Okay, aber jetzt können wir wieder gucken. Ja, ne, er sagt, Bruder, das ist für mich gar kein Problem, ich mach das. Aha, ein Foto. Tamam, die Seite ist gemerkt. Aber cool auf jeden Fall. Sehr cool, feierlich, Digga. Bruder, da ist sogar noch Alpha Bay. Aber Alpha Bay ist doch schon lange weg, oder nicht? Oder werden wir jetzt zu Alpha Bay 2 weitergeleitet? Okay, das muss ich zensieren. Deep Market, your secure shopping. What the fuck? Fuck is 10:30 Fullcam, okay. Going on here, Bruder. Zähl mal kurz hier auf, was ich alles vor mir habe, weil ich glaube, ich kann ein paar Sachen auf jeden Fall nicht zeigen, Digga. Falschgeld, natürlich. Drogen, natürlich. Karten werden hier auch verkauft. Locker hat 10 Leute gerade gebannt. Kostenlose Pornos werden hier verkauft. Wow. Ein Schulhacker, der Schulen hackt, Bruder. What the fuck? Selbst Elektrik-Scooter, die man kostenlos fahren kann. DDoS Master. Instagram Bands. Ich muss erstmal 3 Minuten warten, um überhaupt hier in den Chat reinzukommen. Okay, du kannst einfach kaufen, dass Leute auf Instagram gebannt werden. Das ist so verrückt, ne, wenn du überlegst. Darauf warten wir erstmal. Also, what the fuck. Hier gibt's einfach, die Seite heißt einfach Pedohub. Nicht Pornhub oder so, Pedohub. Und wir sind sogar drinne. Ach du Scheiße. Wow. Scheiße. Da, also, Bruder, egal, ich werde mich dann niemals anmelden. Niemals in mein ganzes Leben, Bruder. Weg. Diese Hurensöhne. Nein. Davor hatte ich die ganze Zeit Angst. Ich hatte nicht Angst, dass ich gehackt werde, Bruder. Ich hatte nicht Angst, dass hier irgendwas mit Drogen vor sich geht, Bruder. Ich hatte die ganze Zeit Angst vor CP, Bruder. Und ich bin... Cam auf Ernst, Spaß. Nice joke, Buddy. Ich bin auf die Seite gegangen, weil ich mir dachte, aus Spaß gebannt. Ich muss mich irgendwo anmelden oder so. Und dann hatte ich es auf einmal vor mir. Ich habe ganz kurz nur irgendwas angeklickt oben, weil ich dachte, da kommt man auf andere Sachen. Aber Bruder, ich habe das gerade vor mir gehabt. Ich habe gerade CP gesehen, Bruder. Ich muss jetzt fullcam. Ich schwöre auf alles. Bei dieser Seite muss ich wohl immer noch 3 Minuten warten, obwohl, keine Ahnung, locker 10 Minuten vergangen sind. Okay. PayPal World. Ein paar PayPal-Accounts, die gehackt wurden. Torwaffen. Kann man auch einfach mal kurz öffnen. Buy Real Money. Das können wir uns auch gerne mal angucken. Buy Real Money? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Was ist CP? Ich weiß es nicht. Immer zu den Gary, zu den gruseligeren Seiten und immer zu den anderen gruseligeren Seiten. Das ist alles miteinander verknüpft. Du gehst auf die eine Seite. Das Video ist sehr, sehr gefährlich, auf Twitch zu gucken. Ja, da sind Links und auf der anderen Seite sind auch Links. Du wirst irgendwann fündig nach... Was für eine Scheiße du auch immer suchst. Okay. Wow. Waffen, cool. Man kann sich hier eine verfickte... Fake Uzis, Chat. Fake GTA. Das ist für GTA. Du Uzi kaufen? Und warum ist sie so günstig? What the fuck? Holy shit, das geht ja noch weiter. What the fuck? Leute, guck mal. Ehrlich nicht teuer. Ich möchte euch was fragen, aber das hat jetzt gerade nichts mit der Seite zu tun, nicht, dass ihr falsch versteht. Aber sollen wir uns mal etwas vom Dark Web kaufen, Bruder? Natürlich nichts, was so jetzt in Richtung illegal geht, aber einfach...
Kann ich wieder zeigen? Kann ich wieder zeigen danach? 11.30 Uhr? Einfach mal testen. Mach ab 12 wieder normal. Okay. Und gucken, ob es ankommt oder nicht oder ob wir verarscht werden. Eigentlich eine gute Idee, Digga. Irgendwas vom Dark Web kaufen und dann schauen, ob es ankommt. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es einfach. Leute schreiben ja, obwohl die das Video nicht gesehen haben. In die Kommentare, Digga. Digga, what the fuck? Watch shocking satanic rituals on Livestream. Bruder, man kann sich hier verfickt nochmal satanistische Livestreams angucken. Ohne was geht hier ab? Die Seite existiert. Sayo, lol, danke für den Prime Sub. What the fuck? Nein, ich habe ein Video gefunden. Um das Video anzuschauen, muss ich Bitcoin senden. Wenigstens weiß ich das. Aber alleine das Thumbnail, Bruder, sind die echt. Holy shit. Ey, das wird echt nicht, das wird nicht mehr gezeigt, Günne, ne? Da ist einfach ein Video, da wird eine Frau von Satan. Ich will's nicht hören. Ein Forum, Bruder, hier gibt's einfach Dutzende Seiten. Und Bruder, guck mal, wie viele Pages diese Seiten haben, Bruder. 82 Pages. Eine Seite, besser gesagt, eine Page hat einfach, keine Ahnung, 20 Seiten hier drin. Okay, ich wurde jetzt fündig nach einer Gore-Seite. Okay. Wurde gerade ein Typen einfach den Kopf abgeschnitten, Digga. Ich habe mich gewundert, dass ich bis jetzt noch keine Seite gefunden habe, wo hier Hitmans beauftragt werden oder so. Hitmans sind Leute, die du zu jemandem nach Hause schicken kannst und dieser Hitman tötet ihn einfach. Ja, du kannst Leute dafür bezahlen, Digga, das gibt's. Und da geht es weiter mit den Links. Ich sag doch, Bruder, alles ist connected. Und je tiefer du reingehst, desto, ja, verstörender wird es. The fuck, raus hier. What the fuck. Ich habe keinen Bock mehr, Chat. Ist ja schon Chat wegen Twitch, Digga. Leute, ich hab keinen Bock mehr. Ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen. Ich weiß, wir sind jetzt nicht so hardcore in die Materie. Ich sag mal so, wir haben uns noch gut aufgehalten, tamam? Wenn wir da jetzt gerade weitergemacht hätten, sagen wir noch weitere 10 bis 20 Minuten. Ich wäre am Arsch. Entweder hätte mich jemand gehackt, ich wäre auf irgendeinem Forum, wo es hier um weitere CP-Videos geht, die ich nicht sehen will, oder irgendwas anderes, Bruder. Deswegen, ich pausiere es hier und ich glaube, es ist auch eine gute Idee, dass wir hier aufhören. Ja, Leute, wenn ihr weiterhin Dark Web Videos wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich habe absolut keinen Bock. Ich hoffe, dass nach diesem Video nichts Verrücktes passiert, wie auch in den letzten Videos. Wollt ihr mal, dass wir irgendwas aus dem Dark Web kaufen? Schreibt es auch bitte in die Kommentare. Und ja, das wäre es soweit. Ich bin ein bisschen verstört. Ich muss kurz auf mein Leben klarkommen. Es ist nebenbei 3.43 Uhr. Also das heißt, wir sind seit 40 Minuten aktiv dabei. Und ich bin müde, ist Fakt. Gute Nacht, hier geht es zu Snapchat, hier geht es zu Instagram. Ich sag euch ehrlich, verrückt. Verrücktes Video. Wer das nochmal sehen will, kann es gerne gucken, aber zum Glück Mussi hat auch nichts Schlimmes gezeigt. Aber natürlich, er hat auf jeden Fall ein paar Sachen gezeigt, die man auf Twitch so nicht zeigen darf. Deswegen musste ich ein bisschen in Fullcam gehen. Aber die ganz, ganz schlimmen Sachen hat er auch nicht gezeigt. Also bitte macht jetzt das auch nicht nach und irgendwie, weil ihr den Nervenkitzel sucht, versucht da irgendwie was rauszufinden, weil das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Und ihr könnt euch Viren einfangen, ihr könnt gehackt werden. Das ist alles sehr, sehr unsicher und nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Ich meine das ernst, ne? Musti hat das ja auch schon mal gemacht und wurde einfach schon mal gehackt auf Instagram, so. Deswegen kurzer Appell an euch, denkt euch jetzt nicht, dass es sowas wie ein Game oder so, was wir uns sonst angucken oder irgendwie so eine lockere Reaction wie sonst. Das ist schon was sehr, sehr Gefährliches. Ernst. Vor allem, ihr wisst ja nicht, was passieren kann. Eure Kamera kann gehackt werden. Am Ende wird eure Familie durchgehend beobachtet und Bilder werden verkauft. Man weiß es nicht, Chat. Also ihr müsst wirklich vom Schlimmsten ausgehen bei solchen Seiten und euch davon fernhalten. Aber trotzdem natürlich interessant zu sehen, wie es ist, wenn jemand auf diese Seiten geht und was es da alles für schreckliche Sachen gibt. Bei Gott. Hat mich umgehauen jetzt.